Wenn sich die Sonne morgens durch die Wolken kämpft und ein schöner Tag bevorsteht, solche Momente liebt Herbert Rönneburg. Früher war er Solo-Klarinettist bei den Symphonikern Hamburg. Seit seiner Pensionierung dreht sich bei ihm fast alles ums Radfahren. Ja, ich bin Musiker halt, ne? Ja. Da ist man immer etwas vor der Probe da. Ja. Wir fahren, machen die große Inselrundfahrt. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir woanders die Insel wieder verlassen haben, als wo wir raufgekommen sind. Dann machen wir Picknick. Ah ja, genau. Ja, das ist ja, ja nett. Die St. Pauli Landungsbrücken, das ist ja der klassische Startpunkt für die Reise in die Welt. Früher und auch heute mit dem Schiff. Und da geht es weit ins Abenteuer. Wir starten heute aber nur nicht in die Ferne, sondern in die Nähe, machen auch ein Abenteuer per Fahrrad. Die Landungsbrücken kennt natürlich jeder, egal ob Hamburger oder Tourist. Auf seiner Tour möchte Herbert auch Orte erkunden, die nicht zu den klassischen Sehenswürdigkeiten der Hansestadt gehören. Seit 10 Jahren hat er einen eigenen Radfahrerblog im Internet. 2 Reiseführer über Touren im Hamburger Umland hat er auch schon veröffentlicht. Erstes kleines Abenteuer, die Durchquerung des alten Elbtunnels. Der wurde ursprünglich gebaut, weil die große Zahl der Hafenarbeiter bei Schichtwechseln nicht mehr nur mit Barkassen bewältigt werden konnte. Bis 2019 durfte er auch von Autos befahren werden. Heute nutzen ihn vor allem Radfahrer, die in den Hamburger Süden unterwegs sind. Und natürlich Touristen. Denn wer den 426 Meter langen Tunnel durchquert, wird auf der Aussichtsplattform an der anderen Seite mit einem großartigen Blick belohnt. Ja, das ist die eine Fähre, die hier auch immer reinfährt, ne? Kurz zum nach Steinwerder rüber. Ist es die? Herbert hat das Ehepaar vor einigen Jahren kennengelernt, als er einen Radreisevortrag gehalten hatte. Seitdem sind sie miteinander befreundet. Ich gehe hier mit jedem Hamburg-Besucher hin, ja. Weil das ist leicht zu erreichen und ein toller Platz. Und ja. das maritime Hamburg. Wir haben ja noch andere schöne Flecken, aber das maritime, das sieht man hier. Hier ist für uns, die wir im Norden von Hamburg wohnen, immer der besondere Blick auf unsere Richtung und nicht von der Richtung. Und das finden wir immer ganz besonders schön. Und man kann auch genau dann die Kirchen noch mal durchzählen und überlegen, ob man sie noch alle kennt. Herberts Radtour führt zunächst einmal rund um die südliche Elbinsel Wilhelmsburg und dann in den Osten über Zollenspieker bis nach Bergedorf. Danach folgt er dem Grüngürtel rund um Hamburg bis zum Jenischpark im Westen. Direkt nach dem alten Elbtunnel führt die Strecke durch den zum Hafen gehörigen Stadtteil Steinwerder. Hier sind Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Werften und andere Hafenbetriebe entstanden. Bis heute rauer Industriecharme. Mittlerweile halten die breiten Radwege den vor allem werktags heftigen Lkw-Verkehr etwas auf Abstand. Normalerweise bin ich ja immer auf grünen Radwegen unterwegs, zwischen Bäumen und Feldern und so weiter. Aber dieses Hafengebiet, das hat auch einen unheimlichen Reiz hier. Und mich interessiert diese Hafenromantik. Um die Strecke durch das Hafengebiet für Radfahrer sicherer und attraktiver zu machen, wurde hier vor 12 Jahren die Klütchenfelder Radwegbrücke neben die bestehende Fahrbahn gebaut. Kurz darauf erreichen Herbert, Silke und Uli Wilhelmsburg, die größte bewohnte Flussinsel Europas. Einmal kurz abbiegen und schon sind sie im Grünen. Bald treffen sie auf diese mehr als 100 Jahre alte Fabrikanlage am Fehringkanal. In ihr wurde früher einmal Margarine hergestellt. Heute heißt sie Honigfabrik und ist ein beliebtes Kulturzentrum mit Künstlerateliers, Werkstätten, Konzerten und Theateraufführungen. Und fast schon ein Pflichtstopp für die Radreisenden, denn das Café hier heißt Café Pause. Und ist bekannt für seinen guten Kuchen. Der eigentlich eine Huldigung war, aber eine kritische Huldigung. Ja, beides einmal der Kuchen. Oh ja, danke. Und die Getränke. Wundervoll. So, wer bekommt den Cappuccino?
eine Radtour ist was Schönes, aber eine Radtour mit Einkehr ist ja eigentlich nicht zu überbieten. Ne? Ich kann mir ehrlich gesagt eine Radtour bei dir ohne Einkehr überhaupt nicht vorstellen. Du meinst, ich habe schon so einen Ruf, meinst du? Genau, das gibt es Sonntag bei uns. Flammkuchen. Eins von Herberts Büchern heißt nämlich Radl dich satt. Darin beweist er, dass sich Schlemmen und Radfahren wunderbar verbinden lassen. Viel Teig, wenig. Nach der Honigfabrik führt der Weg am fast 2 Kilometer langen Ferienkanal entlang Richtung Süden. Ein neuer Steg führt sogar über das Wasser. Wie hier hat sich Wilhelmsburg in den letzten Jahren total verändert. Vom quasi aufgegebenen Stadtteil mit tristen Hochhaussiedlungen, hoher Arbeitslosigkeit und verfallenen Fabrikgebäuden zu einem Ort der Möglichkeiten. Im Rahmen der internationalen Bauausstellung IBA wurden hier ab 2006 ganz neue Quartiere entwickelt. Wie das Inselparkgelände mit viel moderner Architektur. Das ist schon schick, ne? Das war hier ein sehr dunkles Kleingartengebiet. Ziemlich hohe Bäume, ziemlich zugewachsen. Auch ein bisschen verwahrlost. Wenn man erzählt, dass man hier eine ganz tolle Fahrradtour machen kann, dann sagen die immer, wo jetzt Wilhelmsburg und wo kann man da? Und haben gar keine Vorstellung davon, weil Wilhelmsburg hatte vorher nicht diese schönen Ecken zu bieten. Dieses markante Bauwerk wurde 2012 fertiggestellt. Das Wälderhaus, ein nachhaltiges Gebäude mit Hotel, Tagungsräumen und Restaurant. In der Lobby wird der Baum sogar als Kunstwerk gefeiert. In Form einer Skulptur des berühmten chinesischen Künstlers Ai Weiwei. Michael Rahlemann von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald führt hier gerade einen Kollegen durch das Science Center Wald, eine Erlebnisausstellung. Die Bäume stammen aus den Harburger Bergen und mussten aus Wegsicherungsgründen gefällt werden. Sie sind jetzt nur noch ungefähr so dick, der Stamm. In der Mitte sind sie ausgehöhlt. Und dann wurden sie in die Ausstellung gestellt. Da war aber noch keine Decke und keine Wände drauf. Das heißt, sie sind auf den rohen Boden hier gestellt worden. Und dann wurde ringsherum, sag ich mal, zubetoniert und das Dach draufgestellt. Also ganz irre. Mit der Ausstellung möchte die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald vor allem auch den Stadtkindern hier in Wilhelmsburg die Schönheit und die Funktionsweise des Ökosystems Wald näher bringen. Als Naturreferent führt Michael Rahlemann hier häufig Familien oder ganze Schulklassen durch. Das ist unsere Wunderkammer. Ja. Wenn du hier vorne mal hingehst, kannst du einzelne Sachen sogar betätigen. Okay. Das Kobel vom Eichhörnchen. Was sind wirklich echte Fundstücke? Die Nester, die Geweihe, die Schädel von den Rehbock hier, das sind wirklich alles echte Fundstücke. Kennst du die? Hier unsere Lichtorgel nenne ich die immer gerne. Alpen ist ein bisschen mehr. Alpen ist richtig viel. Hat ja auch viele Vegetationszonen. Ne? Ja. Viel mehr Pflanzen. Aber Hamburg ist trotzdem mal ganz spannend. Hast du Hamburg mal gedrückt? Hamburg hatte ich eben, war ein bisschen weniger. Drück mal jetzt Hamburg. Ja, guck mal, Es gibt schattenliebende Pflanzen, die eher schattig mögen, welche, die lichtliebend sind. Es gibt auch Pflanzen, die zum Beispiel nur in höheren Lagen, in Berge vorkommen, zum Beispiel die Alpen. Und hier auf den Knöpfen kann man die unterschiedlichen Lebenshabitate halt drücken. Und dann leuchten genau die, die in diesen Habitaten vorkommen. Auch in dem 100 Hektar großen Inselpark finden sich viele neue Habitate und geschützte Biotope für unzählige Pflanzenarten. Der Park und seine moderne Architektur ist nun das grüne Herz der Elbinsel, das auch hervorragend mit dem Fahrrad erkundet werden kann. Diese schiffsförmigen Beete sind damals extra für die internationale Gartenausstellung angefertigt worden. Dann erreichen die Radfahrer den berühmten Bojenmann am Südufer der Insel. Er begrüßt hier alle, die mit der Bahn von Harburg Richtung Hauptbahnhof fahren und dabei an dieser Stelle die Süderelbe überqueren. Vor dem Deich liegt die kleine Karibik der Insulaner, die Badestelle Finkenried mit breitem Sandstrand.
das ist die Badestelle. Ja. Wer hätte gedacht, dass hier so viel Sand liegt, ne? Ja, ist toll. Man könnte das Gefühl haben, hier ist das Meer. Ja, hast du Badezeug mit? Nein. Was hast du denn erwartet, was ich dabei habe? Von hier aus möchten Herbert und seine Mitfahrer weiter zum südöstlichsten Zipfel der Insel, der Bunthäuser Spitze. Auf dem Weg dahin kommen sie am Heuken-Lock vorbei, einem Naturschutzgebiet, in dem seit Jahren immer wieder ein Seeadlerpaar brütet. Das Männchen wird mal wieder von einer Krähe geärgert. Jannik, Johanna und Benedikt arbeiten für die Gesellschaft für ökologische Planung und betreuen das sensible Gebiet. Heute steht wieder eine Kontrollrunde an. Wir befinden uns hier im Heuken-Lock. Das erstreckt sich am Nordufer der Süderelbe auf 3 Kilometer und ist eben europaweit einmalig und auch weltweit einmalig, dass wir hier den Thiele-Auwald haben. Und ganz charakteristisch für dieses Gebiet ist es eben, dass wir viele Priele haben, die das Gebiet durchziehen und dadurch eben auch eine Ausprägung der typischen Thiele-Au-Vegetationszonen mit großen Röhrichtbeständen wie Schilf und Rohrkolben, die hier wachsen. Genau, das sind einige der Besonderheiten dieses Gebietes. Das Heuken-Lock gilt als das artenreichste Naturschutzgebiet Hamburgs. Ein Teil davon kann auf einem kurzen Fußweg erkundet werden. Der steht aber je nach Wasserstand der Elbe auch schon mal einen halben Meter unter Wasser. Deshalb müssen die Naturschützer die Wege regelmäßig von angeschwemmtem Treibholz befreien. Manche Äste stammen auch von den alten Ulmen, die hier wachsen. Benedikt betreut das Gebiet schon seit vielen Jahren. Jannik schreibt seine Studienarbeit über Thiele-Auwälder und Johanna macht ihr freiwilliges ökologisches Jahr. Auf ihren Patrouillen stoßen die drei häufig auf Spuren von nicht ganz so rücksichtsvollen Besuchern. Letztens war der ganze Zaun kaputt. Leider ist es immer wieder so, dass die Leute ja die Zäune hier kaputt machen. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir den Zaun wieder aufgebaut haben. Hier sehen wir jetzt, hier hat wieder jemand Feuer gemacht. Der Zaun soll die Besucher davon abhalten, baden zu gehen. Denn die Uferzone ist Schutzgebiet für Wasservögel und andere Tierarten. Das invasive indische Springkraut ist inzwischen nicht mehr wegzukriegen. Man entdeckt eigentlich immer wieder was Neues. Also mit jedem Mal, in dem man in dem Gebiet hier unterwegs ist, kann man neue Dinge entdecken, entwickelt auch nochmal einen ganz anderen Blick mit der Zeit für diesen Lebensraum und für die Natur. Und es ist einfach total interessant, dass wir in solcher Nähe zum städtischen Raum einfach so eine wunderschöne Natur hier vorfinden können. Ich finde es richtig schön einfach. Ich finde die Bäume richtig beeindruckend, die einfach so groß sind. Das Licht, wie es jetzt gerade ist, ich finde es einfach traumhaft, wie so ein kleiner Dschungel. Ein Stadtranddschungel mit echten Urwaldriesen. In diesem Fall mit bis zu 50 Meter hohen Ulmen. Erst vor wenigen Jahren ist die älteste von ihnen während eines Sturms gefallen. Sie war 450 Jahre alt. Unmittelbar hinter dem Deich keine Spur mehr von ungezähmter Natur. Die Fahrradtour geht weiter entlang von Feldern und Gewächshäusern bis zum südöstlichsten Zipfel der Insel, der Bunthäuser Spitze. Bis hierhin haben die Radler mittlerweile rund 17 Kilometer zurückgelegt. Höchste Zeit für eine kleine Rast. Radfahren ist was Schönes. Es geht hier nicht um Leistung, es geht nicht um Sport. Für mich ist es einfach was Schönes, dass man in Bewegung ist, an der frischen Luft, sehr viel sieht, was man sonst nicht sehen würde, wenn man mit dem Auto fährt. Wie das Leuchtfeuer Bunthaus. Der hölzerne Turm wurde bereits 1977 außer Dienst gesetzt. Aber als liebevoll restauriertes Wahrzeichen wacht er hier nach wie vor über diese markante Stelle, an der sich die Elbe für etwa 15 Kilometer in die Norder- und die Süderelbe aufteilt und eine Art Binnendelta bildet. In einem der prächtigen Häuser am Ufer hat früher Inge Meisel gewohnt. Ich fahre gern Strecken, die ich schon kenne, weil sie schön sind. Und dann möchte ich auch gerne neue Sachen entdecken. Und häufig ist es so, wenn man eine Tour gemacht hat, dass man schon mal guckt, Mensch, da sieht es auch noch toll aus, da möchte ich auch noch mal hin. Ja, und so kommt es dann zusammen. Weil man hat doch ein sehr intensives Landschaftserlebnis. Und das finden wir beide einfach großartig. Und man kann ja aber jederzeit anhalten. Das ist das Tolle. Ich muss nicht gucken, wo bleibe ich, sondern wenn ich irgendwie eine schöne Ecke sehe, dann stelle ich das Fahrrad ab. Und dann gehe ich vielleicht auch mal so einen kleinen Weg rein, der eben nur ein Wanderweg ist. Also diese Mischung aus beiden, das gefällt uns ausgesprochen gut. Ja.
Weiter geht's nach Nordwesten, dem Ende ihrer Tagesetappe entgegen, durch eine landwirtschaftlich geprägte Gegend. Nach weiteren 10 Kilometern erreichen sie wieder die Zivilisation in Form eines alten Industriegebiets in der Jaffestraße im Norden von Wilhelmsburg. In den markanten Gebäuden mit dem Turm waren früher die Palminwerke untergebracht. Mittlerweile entsteht hier aber kein Fett mehr, sondern Bier. In der Wildwuchsbrauerei. Vor knapp 10 Jahren haben hier 3 Brüder aus Finkenwerder Hamburgs erste Bio-Brauerei gegründet. Mittlerweile hat die Marke Kultstatus erreicht. Heute spielt eine Hamburger Band mitten zwischen den Braukesseln. Denn an diesem Wochenende feiern die Wilhelmsburger 48 Stunden Wilhelmsburg. Ein Musikfestival, bei dem Bands die ganze Insel zur Bühne machen. Für Herbert und seine Mitfahrer die perfekte Kulisse für ein Feierabendbier. Das war ein schöner Tag, ne? Sehr schön. Morgen wird Herbert seine Tour von hier aus fortsetzen. Von der Brauerei bis zur S-Bahn-Station Wilhelmsburg ist es zum Glück nur ein Katzensprung. Denn wer weiß, wie viel Bier Braumeister Fiete heute noch an die Radfahrer ausschenken wird. Die Band Hemo and the Other besteht übrigens komplett aus Exilschwaben, die hier in Hamburg musikalisch zusammengefunden haben. Silke und Uli reicht die erste Etappe als Tagesausflug. Morgen wird Herbert von anderen Mitfahrern begleitet. Am nächsten Tag sind Herberts Frau Nicola und sein Musikerkollege Christian dabei. Sie setzen die Tour rund um Hamburg einen knappen Kilometer nördlich der Wildwuchsbrauerei fort. Am Hansahafen scheint die Zeit stillzustehen. Alte Schuppen aus der Kaiserzeit, Dampfschiffe und Hafenkräne. Mittendrin die legendäre Peking, die mehr als 100 Jahre alte Viermastbark der Reederei Leis, die jahrelang aufwendig restauriert wurde. Der Frachtsegler hat seinerzeit 34 Kap Horn-Umrundungen überstanden und liegt nun hier am Hafenmuseum. Und die bleibt jetzt hier liegen? Ja, oder? Ja, das ist jetzt ein Museumsstück. Die imposanten Masten der Peking sind mehr als 50 Meter hoch. An der Fahrt um Kap Horn wollen wir uns das mal vorstellen, das wird ja furchtbar. Also es ist beeindruckend. Ein Segelboot stellt man sich, oder Segelschiff stellt man sich klein vor, aber es ist ja riesig. Es ist riesig. Und wenn man diese Masten sieht, also schon unheimlich. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben im Hansahafen Fluss- und Seeschiffe aus aller Welt angelegt, damit hier die Ladung per Hand gelöscht und mit Schuten in die Lager der Speicherstadt gebracht werden konnte. Später halfen dann die Hafenkräne bei der Arbeit. In den Schaudepots, in den alten Hafenschuppen und an der Kaianlage davor wird die bewegte Geschichte des Hafens wieder lebendig. Im Maschinenraum des alten Schwimmkrans Saatgut bringt Rainer Groth den Kessel auf Betriebstemperatur. Er ist einer von vielen Ehrenamtlichen, die sich um die Arbeitsschiffe hier im Hafenmuseum kümmern. Es ist interessant, diese alte Technik zu beherrschen, die wir hier vorfinden. Das ist schließlich 100 Jahre und Kohleheizung, Kohlefeuerung kennt man ja so auch nicht mehr. Das ist ja hier ein Unikat und insofern ist das schon, macht das schon sehr viel Spaß. Ja. Gleich nebenan steigt ein anderes echtes Unikat gerade aus dem Wasser. Christian Schuchmann, der Hafentaucher. Haben sich die Fischbestände erholt? Sehe ich keine Fische. In einer Stadt wie Hamburg, wo der moderne Containerumschlag von vielen Stellen aus so gut einsehbar ist, interessieren sich hier seit 2005 auch viele Besucher dafür, wie Arbeit im Hafen früher ausgesehen hat.
Und solange es noch Menschen gibt, die solche Ungetüme zu bedienen wissen, bleibt das vielfältige Erbe des Hafens lebendig. Der alte Schwimmkran Saatgut funktioniert in 100 Jahren sicher auch noch. In nicht ganz so ferner Zukunft soll das Deutsche Hafenmuseum, wie es jetzt heißt, noch um einen großen Neubau in der Hafencity erweitert werden. Dorthin wird auch die Peking dann umziehen. Von hier aus geht die Radtour weiter über die Elbe. Dazu überqueren Herbert und seine Mitfahrer erst einmal die Freihafen-Elbbrücke. Das denkmalgeschützte Bauwerk soll in den nächsten Jahren für 160 Millionen Euro saniert werden. Von hier aus kann man die neue Silhouette Hamburgs erkennen. Mittendrin die Elbphilharmonie, wo Herbert und Christian schon mehrfach zusammen aufgetreten sind. Nun können sie fast schon dabei zusehen, wie die Hafencity weiter Richtung Osten wächst. So ein bisschen klotzig, ne? So ein bisschen würfelartig. Alles so diese Quadratansichten. Also mir gefällt es trotzdem, einfach weil ja überall noch wieder hier mein Kirchturm, da das Rathaus, das so durchschimmert. Das ist einfach toll, ist alt und neu zusammen. Würdest du da hinziehen, wenn man dir eine Wohnung anbietet dort? Hierhin nicht. Nee. Aber ich meine, es wird dann noch viel gebaut und ja, es wird sich noch verändern und man muss warten, wie es dann hinterher aussieht. Ja. Ich sofort, wenn ich ja, sofort. Ja? Du ja, hast Wasser. Klar, eine Wohnung mit Blick aufs Wasser finde ja, ich super. Gut, okay, fahren wir weiter, ne? Ja. Am Ende der Brücke passieren sie die neue U-Bahn-Station Elbbrücken der Linie U4, die irgendwann auch in den Süden erweitert werden soll. Die Stadt verändert sich in diesem Bereich rasant. Dazwischen Relikte aus vergangenen Zeiten, wie dieser blaue Verladekran am Billhafen in Rothenburgs Ort. An vielen Stellen hat die Stadt neue Wege für Radfahrer angelegt. Früher mussten die sich hier oft gegen den starken Verkehr rund um die Elbbrücken behaupten oder Treppen steigen. Diese Brücke führt auf die Halbinsel Entenwerder. Einst Zollhafen für Binnenschiffe, heute beliebte Grünanlage mit einem schwimmenden Café, das durch seinen markanten goldenen Pavillon schon von Weitem zu sehen ist. Doch die drei Radler fahren noch ein Stück weiter, über das Sperrwerk Billwerder Bucht, wo sie heute ihr erstes Picknick machen. Mit Aussicht. Sind leider so klein hier, die Becher für euch. Der Blick ist echt spektakulär, guck mal. Christian und Herbert waren jahrzehntelang Sitznachbarn im Orchester. Herbert an der Klarinette, Christian am Fagott. Seit 3 Jahren ist Herbert nun in Rente. Ein künstlerischer Prozess ist ja manchmal ganz schön stressbelastet. Also muss man sich auch mal abstimmen, da tickt man sich auch mal an. Ja, klar, das kommt auch vor. Aber wir sind gut wieder rausgekommen. Naja, wenn er nicht funktioniert hat. Aber nee, das war das fantastische Jahre. Das Gebiet hier im Südosten Hamburgs ist durchzogen von großen Wasserflächen wie der Bille und der Dove-Elbe. Und auch von 17 rechteckigen Wasserbecken, die nach der Cholera-Epidemie im 19. Jahrhundert die Versorgung Hamburgs mit sauberem Wasser sicherstellen sollten. Heute ist die historische Elbwasserfiltrationsanlage als Wasserkunstinsel Kalte Hofe ein beliebtes Ausflugsziel. Dann beginnt der Marschbahndamm, eine 33 Kilometer lange ehemalige Bahntrasse, auf der die Vierländerbauern früher ihre Waren nach Hamburg transportierten. 1952 wurde der Bahnverkehr wieder eingestellt und die Gleise vollständig entfernt. Seitdem ist die Strecke ein idealer Fahrradweg und Teil des Elbe-Wanderweges. Wer auf halber Strecke Hunger bekommt, kann in diesem ehemaligen Bahnhof einkehren. Doch Herbert und seine Mitfahrer halten noch durch und kommen schließlich am südöstlichsten Punkt Hamburgs an. Noch weiter in den Süden geht es hier nur mit dem Schiff. Die Elbfähre pendelt zwischen Zollenspieker und Hobte in Niedersachsen. Und ein stetiger Strom von Radwanderern, Bikern und Autofahrern verpflegt sich im traditionellen Zollenspieker Fährhaus oder an der Imbissbude direkt am Anleger.
Nach der relativ langen Strecke muss es bei Herbert und seinen Mitfahrern heute schnell gehen. Sie leiden an akutem Kalorienmangel. Was haben wir so? 33, ne? Mhm, 33. Guck mal, da kommt gerade wieder einer an. Die treffen sich hier und sprechen über ihre Maschinen. Guck mal, wie die da schön stehen. Was hast du denn? So, hast du... Ich hab, wer ist, ne? Das machen die Radfahrer eher nicht so, ne? Bestimmt, die Radfahrer machen das auch. Die gucken, was hast du für ein Fahrrad und so. Das ist heute Morgen doch gerade, ist dir das doch gerade passiert. Wie viele Gänge? Ja. Im Zollenspieker Fährhaus, Hamburgs ältestem Baudenkmal mit seiner mehr als 765-jährigen Geschichte, kehren sie dann beim nächsten Mal wieder ein. Jetzt fahren die Radfahrer noch weiter bis nach Bergedorf, von wo aus sie die S-Bahn zurück nach Hause nehmen. Auf der nächsten Etappe hat Herbert Sonja dabei, eine befreundete Musikerin. Sie starten an dem einzigen noch erhaltenen Schloss auf Hamburgs Stadtgebiet. Das Bergedorfer Schloss wird erstmals um 1400 in Urkunden erwähnt. Herbert und Sonja haben früher manchmal zusammen im Orchester gespielt. Und sie fährt wie er leidenschaftlich gerne Rad. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, Sonja. Wir fahren auch ja. gerne mal zusammen. Ja, ne? Genau. Ja. Ein Kaffeebesuch oder gar eine Museumsbesichtigung käme für die beiden zu früh. Jetzt wollen sie erst mal fahren. Ich mache auch mal Radtouren, einfach so einen Tag Hamburg entdecken. Ich freue mich immer über die Tipps von Herbert, der schon sehr viel mehr weiß als ich. Aber ich entdecke auch selber gerne. Und einfach drauf losfahren geht auch super, weil man tatsächlich jederzeit abbrechen kann. Wenn man keine Lust mehr hat, nimmt man die Bahn und fährt nach Hause. Vom Bergedorfer Schloss bis zum nächsten Höhepunkt der Route sind es nur 3 Kilometer. Die Boberger Niederung. Eine unverwechselbare Landschaft aus Geesthang, Moorgebiet, Heide und Marschland. Und am bekanntesten für diese Überbleibsel aus der Eiszeit, Hamburgs letzte Wanderdünen. Für ein bisschen Wüstenfeeling steigen Herbert und Sonja natürlich vom Rad. Das finde ich schon ziemlich erstaunlich. So eine Landschaft mitten in der Großstadt ist toll. Als wenn man ganz woanders wäre, ne? Aber es ist toll. Es fehlt noch ein bisschen das Meer. Ich finde, es hat mehr Nordsee-Charakter. Das ist jetzt vielleicht hinter den Bäumen. Da, das stellen wir uns vor. Ja, das stellen wir uns vor. Da rauscht das Meer. Schon sind wir in Dänemark. Am schnellsten käme man von hier wohl durch die Lüfte nach Dänemark. Und einen Flugplatz gibt es in der Boberger Niederung auch. Einzig die Art der hier verkehrenden Flugzeuge steht dem Unterfangen im Weg. Diese beiden jungen Frauen kennen das Gelände vor allem aus der Vogelperspektive. Alina und Hanna sind Segelfliegerinnen beim Hamburger Aeroclub Boberg. Alina ist eine erfahrene Pilotin und hat schon tausende Flüge in ihrem Logbuch. Meine Family ist hier am Platz schon immer. Ich bin hier aufgewachsen, also ein richtiges Flugplatzkind. Und genau, das war für mich irgendwie immer klar. Ich wurde da nie zu gezwungen oder ähnliches oder dazu gedrängt. Aber genau, für mich war klar, mit 14 trete ich ein und fange an und genau, bin seitdem dabei geblieben. Bis ein Vereinsmitglied hier alleine, ohne Fluglehrer an Bord fliegen darf, dauert die Ausbildung in der Regel 2 Jahre. Vor dem ersten Flug kommt erst einmal ein Check-up. Ja, kommt an. Kommt an. Super. Kommt auch an. Super. Verriegelt. Und dann das Höhenruder einmal ziehen. Jo. Und drücken. Neutral. Am Anfang fliegen wir natürlich erstmal nur mit Fluglehrer. Und wenn man das erste Mal da alleine oben ist, hat man wirklich, man ist gut trainiert in dem Moment, aber man hat so Schiss einfach in dem Moment, weil keiner mehr da ist, der einem helfen kann. Ne? Und das ist eigentlich nochmal aufregender, also der erste Alleinflug dann. Das war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Einmal neu, das ist die Bravo Foxtrot. Nord 4.5 und Süd 3.5 als Freigabe ist richtig. Das ist richtig. Perfekt, Dankeschön. Jo, so, gerne. Dann kann's losgehen. Ein Junior am Hangseilstart, da. Fertig. Frei.
Hanna sitzt etwa 700 Meter entfernt von Alina auf dem Windenfahrzeug und zieht ihre Freundin in die Luft. Ihr Flugzeug erreicht seine Startgeschwindigkeit von etwa 90 km/h nach 30 Metern und hebt ab. Durch sanftes Ziehen am Höhenruder geht Alina dann in den Steigflug über, bis das Seil schließlich automatisch kurz vor dem Überfliegen der Winde ausgeklinkt wird. Fast 400. In 400 Metern Höhe legt ihr dann die Landschaft zu Füßen. Und die Wanderdünen verlieren sich darin beinahe zwischen dem Flugplatz und den umgebenden Feldern. Wer diese Aussicht auch einmal genießen möchte, kann für nur 40 Euro einen Gastflug buchen und dann vielleicht selbst eine Ausbildung machen. Denn wie Alina werden viele schon nach dem ersten Flug süchtig. So. Herbert und Sonja fahren weiter, durch die Glinder Au Richtung Norden. Kurz darauf führt der Weg ein Stück direkt an der A1 entlang. Ganz ohne Motorenlärm geht es bei einer Tour rund um Hamburg eben doch nicht. Aber dann wird es gleich wieder idyllisch. Der Oehlendorfer See und der ihn umgebende Park sind das nächste Ziel der beiden. Das fast 400 Hektar große Areal gehört zum Stadtteil Billstedt und steht sogar als Gartendenkmal unter Denkmalschutz. So, bitteschön. Wow. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne einen Hotdog. Einen großen? Ja. Einen großen. Ja. Wir haben keine kleinen. Wir haben nur die das finde ich gut. Und für mich eine Gulaschsuppe, bitte. So, mal sehen, wie wir den verputzt kriegen. Mhm. Guten Appetit. Ja, danke. Eigentlich ist das eine künstliche Landschaft, die an einen englischen Landschaftspark erinnert. Also ich finde es ganz großartig. Aber das war, glaube ich, eine Kiesgrube. Und dann irgendwann gab es den Beschluss, wir machen einen Park draus. Und da ist so ein Kleinod draus geworden. Vom Oehlendorfer Park geht die Tour 16 Kilometer weiter Richtung Nordwesten. Wo immer es geht, fährt Herbert dabei entlang von Bachläufen oder durch Kleingartensiedlungen. Auch mehrere kleine Seen liegen auf der Strecke. Der größte von ihnen ist der Bramfelder See. Eine grüne Oase, mitten im von Hochhäusern geprägten Stadtteil Steilshoop. Vom Nordufer des Sees aus fahren sie durch den Osteingang des Ohlsdorfer Friedhofs. Der größte Parkfriedhof der Welt. Nicht nur Radfahrer, sondern auch Autos und Linienbusse dürfen die Hauptwege befahren. Aber die friedliche Atmosphäre stört das kaum. Seit 145 Jahren finden Hamburger hier ihre letzte Ruhestätte. Aber einige der Grabmale sind sogar noch um einiges älter. In diesem Bereich stehen prächtige alte Grabsteine, die um 1900 gerettet wurden, als Friedhöfe im heutigen Innenstadtbereich geräumt wurden. Die ältesten stammen noch aus dem 18. Jahrhundert. Dafür leistet sich der Friedhof eigene Steinmetze. Einer davon ist Boris Haaf. Wir prüfen als Steinmetzabteilung mindestens einmal im Jahr die Standsicherheit aller Gräber. Und da fallen auch die drunter und da ist uns jetzt ein Frostschaden aufgefallen, den wir jetzt einmal beheben, dass uns die Stücke nicht immer weiter kaputt gehen. Gut, dann weg. War jetzt ein bisschen viel. So. Die Steinmetze wachen über 200.000 Grabstätten. Mal prächtig, mal schlicht. Auch viele, deren Namen nach ihrem Tod noch lange nicht in Vergessenheit geraten sind, liegen auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Wie die einst sehr einflussreiche Kaufmannsfamilie Schröder, die sich 1906 das größte Mausoleum Nordeuropas errichten ließ. Mittlerweile leben die Nachfahren in England und kommen schon seit Jahrzehnten nicht mehr für die Instandhaltung auf. Für viele kleinere Mausoleen hat der Friedhof verlässliche Paten gefunden, die ihren Erhalt finanzieren. Aber ausgerechnet dieser Prachtbau verfällt gerade zusehends. Aber die Feuchtigkeit, die die Algen bilden, binden,
das ist eher das Problem, was dem Sandstein dann zu schaffen macht, über die Zeit immer diese Feuchtigkeit zu haben. So wird auch dieser Ort, der eigentlich als Monument für die Ewigkeit gedacht war, zum Symbol für die Vergänglichkeit. Nach ihrer 4 Kilometer langen Fahrt über den Friedhof haben Herbert und Sonja den Haupteingang im Westen erreicht und beenden ihre gemeinsame Etappe. Ja, war schön. Das war wieder eine schöne Tour mit dir. Du musst leider noch weiter. Okay, Amst, du musst noch arbeiten. Du musst noch arbeiten. Also, alles Gute und lass von dir hören, ne? Bis bald. Herbert fährt jetzt auch nach Hause. Mit dem Rad oder vielleicht auch mit der U-Bahn, die ganz in der Nähe des Haupteingangs hält. Morgen geht die Tour dann weiter, Richtung Westen, zum Hamburger Flughafen. Mit 9 Mitfahrern im Schlepptau fährt Herbert am nächsten Tag vom Friedhof aus weiter. Ein kurzes Stück entlang der Straße, dann geht es weiter am Alsterlauf. Der kleine Fluss ist hier noch rund 7 Kilometer von der Außenalster entfernt und wirkt fast wie ein kleiner Dschungel. Hauke und Achim sind pensionierte Ärzte und seit Jahren mit Herbert befreundet. Mit seiner Begeisterung für Radtouren hat er mittlerweile so ziemlich jeden in seinem Umfeld anstecken können. Dann sind sie auch schon auf der sogenannten Flughafenrunde angekommen, die 15 Kilometer lang einmal um das Airport-Gelände führt. Etwas mehr als die Hälfte dieser Runde fahren Herbert und seine Freunde heute auch. Aber zunächst einmal kommt der erste Pflichtstopp des Tages. Das Aussichtslokal Coffee to Fly. Ein Ort, an dem manch einer schlagartig Fernweh bekommt. Wie Herberts Freund Hauke. Ich hab gesehen, da waren, glaube ich, neulich Schafe gesehen. Man hat erstmal den weiten Horizont. Es gibt ja keine Hochhäuser hier. Man schaut auf das Grün. Und wir hören hinter uns schon wieder die nächste Maschine starten. Man kann auf die App gucken, wann die nächste Maschine landet. Der Duft der großen, weiten Welt, wenn man nur weiß, wohin es fliegt und woher sie kommen. Mit ein bisschen Glück starten und landen die Flugzeuge wenige Meter entfernt von den Gästen auf der Aussichtsterrasse. Je nach Windrichtung tun sie dies auf einer der anderen Bahnen. Planespotter, also flugzeugbegeisterte Fotografen wie Christoph Del Piano, wissen natürlich, wann sich ein Besuch hier lohnt. Welche Maschinen da fliegen, ist mir eigentlich egal. Ich hoffe immer, dass irgendwann mal eine 4-strahlige kommt, ne, was richtig groß ist, ne, dass man denn die Aufnahme hat, die ganz besondere. Darum geht es einfach. Ne. Der weitere Verlauf der Flughafenrunde bietet für Naturfans und Flugzeugfans gleichermaßen viele schöne Abschnitte. Kurz nach dem Coffee to Fly folgen das kleine Naturschutzgebiet Rotsteinmoor und ein idyllischer See. Später führt die Runde wieder direkt am Absperrzaun entlang, wo die Radfahrer immer wieder andere Perspektiven auf den Flughafen zu sehen bekommen. An seinem westlichsten Punkt verlassen Herbert und seine Freunde den Flughafenwanderweg wieder und fahren weiter Richtung Westen. Etwa 100 Meter vom Ende der Start- und Landebahn 5 entfernt, kommen sie an einem Gebäude vorbei, dessen Geschichte unmittelbar mit der des Flughafens zusammenhängt, das Künstlerhaus Sodbörn. Das Gebäude war früher eine Schule und wurde 1927 von den Architekten Ernst und Wilhelm Langloh im Bauhausstil errichtet. Es war ein in jeder Hinsicht ambitioniertes Projekt. Eine in Hamburg weitgehend unbekannte Art des Gestaltens sollte das Umfeld bieten für eine moderne, innovative Schule. Die Aula war ein wandelbarer Multifunktionssaal, ausgestattet mit damals modernster Technik, der Cinematografie. Heute ist die Schule ein Atelierhaus mit Ausstellungsraum, der zu Veranstaltungen besucht werden kann. Maria Hobbing hat seit 30 Jahren ihr Atelier im Künstlerhaus. Film war ja in den 20er Jahren eine ganz innovative Technik und die wurde hier gleich den Schülern, aber auch natürlich den Bürgern hier in dem Stadtteil Niendorf, Schnelsen-Lockstedt, das war ja ein Verbund, dann nahegebracht.
Und diese Schule war die innovativste in ganz Norddeutschland, wenn nicht ganz in dieser Zeit, nicht in ganz Deutschland. Also das war wirklich ein Vorzeigeobjekt. Und dass es so in Vergessenheit geraten konnte, das versteht eigentlich niemand. Doch schon Ende der 50er Jahre wurde die Vorzeigeschule wieder geschlossen. Durch den Flughafenausbau lag sie plötzlich so dicht an der Start- und Landebahn, dass die Flugzeuge zu einer realen Gefahr wurden. Also entschied die Stadt, die oberen beiden Etagen zu kappen. Aus der Schule wurde erst ein Lager und dann eine Ruine. Ende der 80er Jahre nahmen sich Maria Hobbing und andere Künstler des Gebäudes an und machten das alte Bauhaus-Schmuckstück zu ihrem Atelierhaus. Auf alten Fotos sieht man noch, wie das Gebäude früher aussah. In einer Zeit, als drumherum noch überwiegend Reetdachhäuser standen. So ein Baukörper, das war für die Einheimischen hier ganz, die waren fassungslos, ja, über so einen Anblick, ja, konnten das nicht verstehen. Es kommen ja auch immer noch mal wieder Anfragen von ehemaligen Schülern oder Bekannten oder so, die dann noch mal ins Gebäude rein wollen, also immer regelmäßig. Wieder. Das finde ich schon auch irgendwie spannend. Einen eher ländlichen Charakter hat sich die Umgebung des Bauhausgebäudes bis heute erhalten. Niendorf ist trotz der Flughafennähe ein besonders für junge Familien attraktives, grünes Wohngebiet. Mittendrin, am Niendorfer Markt, steht ein 250 Jahre altes Gotteshaus, das nach der Michaeliskirche als bedeutendster Barockbau Hamburgs gilt. Kantor Finnegan Schulz hingegen ist ein echter Neuzugang in der langen Tradition der Kirche. Die Kirchenorgel hat er erst während seines Musikstudiums für sich entdeckt. Schon seit seiner frühen Kindheit spielt er Klavier. Dann hat mich mein damaliger Klavierstimmer irgendwie mal zu einem befreundeten Organisten mitgenommen. Und da habe ich das erste Mal an der Orgel gesessen und gespielt. Und das ist ein unglaubliches Gefühl, das erste Mal an der Orgel zu sitzen und einen Akkord zu drücken oder zu spielen und zu hören, dass man den ganzen Kirchraum irgendwie ausfüllt. Das ist, ja, das war wahnsinnig beeindruckend. Hallo Finnegan. Moin. Moin. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Ich würde gerne nochmal mit dir über die Taufe sprechen und die Lieder für Sonntag. Ja. Komm ich schnell runter. Komm runter. Ich lasse Zeit bei, bei der Gelegenheit überprüft Pastor Daniel Birkner kurz den Engel, der seit 250 Jahren für jeden Täufling sanft zur Erde hinunterschwebt. Bis auf das eine Mal vor ein paar Jahren, als er eher unsanft zu Boden stürzte. Genau, die Lieder für Sonntag. Das eine Lied, was sie sich beide Familien gewünscht haben, ist Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Was auch ein schönes Schöpfungslied ist, dass Gott alle seine Geschöpfe kennt. Und ja. Weil es bisher noch keine Gelegenheit dazu gab, bekommt Finnegan jetzt eine kleine Dachstuhlführung. Das Uhrwerk. Ah, okay. So ein schön altes. Ja. Und dann geht der Stuhl einmal die Woche hier hoch und kurbelt das dann hier so langsam hoch, das Gewicht. Okay. Und das senkt sich dann so nach und nach wieder ab. Wirf mal einen Blick raus, man hat einen tollen Überblick über Hamburg. Gerade wenn man runterschaut, siehst du die ganzen Kirchtürme von Hamburg, die Elbphilharmonie, Flughafen. Das ist ja Wahnsinn. Super, oder? Merkt man erstmal, wie grün Hamburg ist. Auch die Kirche selbst liegt direkt an einem großen innerstädtischen Waldgebiet, dem Niendorfer Gehege. Das abwechslungsreiche Areal lockt Menschen aus ganz Hamburg mit seinem schönen Waldspielplatz, einem Restaurant und sogar einem kleinen Ponyhof in Scharen an. Herbert und seine Mitfahrer haben hier früher selbst unzählige Nachmittage mit ihren Kindern verbracht, aber die sind inzwischen natürlich alle längst erwachsen. Herberts Kinder sind jetzt schon 29 und 31. Nicht alle Wege sind auf Radtouren im Hamburger Raum so gut zu finden wie diese markante Allee am Wildgehege. Deshalb sind präzise Wegbeschreibungen für Herbert die größte Herausforderung. Die Tour rund um Hamburg
hat Herbert bisher noch nicht in einem seiner Bücher beschrieben. Aber den genauen GPS-Verlauf der Tour kann man kostenlos auf seiner Radblog-Seite herunterladen. Herbert beschreibt diese Wege eigentlich so, dass an den kritischen Stellen man schon vorgewarnt ist. Und dann weiß man, da geht es jetzt scharf rechts und nicht nur rechts zum Beispiel. Oder hier muss man aufpassen oder sowas. Also ist es eigentlich sehr, ja, wie soll man sagen, servicefreundlich oder aus dem Alltag, für den Alltag und so. Ich schlage immer vor, wenn man nicht mit einem elektronischen, also mit einem Track fährt oder einem Gerät, das den Track anzeigt, sollte man noch einen Stadtatlas dabei haben und sich vielleicht die kritischen Ecken vorher einzeichnen. Mit Bleistift kann man ja hinterher wieder wegradieren. Aber dass man die Strecke schon einmal auf der Karte nachvollzogen hat, dann kommt man auch zurecht. Was heute ganz selbstverständlich von den Großstädtern als Naherholungsgebiet genutzt wird, war einst Privatbesitz und diente vor allem als herrschaftliches Wald- und Jagdgebiet. Der südliche Teil des Niendorfer Geheges wurde deshalb früher auch Grafen- oder Königsgehege genannt. Erst seit 1955 ist das Gebiet ein Stadtwald und damit jedem zugänglich. Diese alte Backsteinvilla im englischen Landhausstil ist ein Relikt aus der alten Zeit. Sie gehörte einst dem Kaufmann Hermann Mutzenbecher. Mittlerweile residiert darin der gemeinnützige Verein Werteerleben e.V. Achim Reichel ist der Gründer dieses Vereins und hat lange dafür gekämpft, diesen ungewöhnlichen Ort mitten im Wald wieder zu neuem Leben zu erwecken. Es war ja auch in der Zeit, als dieser Ort entstanden ist, Anfang des 20. Jahrhunderts, üblich, dass die begüterten Menschen sich Landsitze leisteten, und zwar außerhalb der Stadt. Und Niendorf war damals noch ein Dorf, also ein Bauerndorf, kann man sagen. Und der Mutzenbecher hat das eben gekauft, übrigens mit 68 Hektar Gelände, was dazugehört, weil er sein eigenes privates Jagdgehege haben wollte. Damals war die Villa noch von einem kleinen Park umgeben und diente der Familie Mutzenbecher als Sommerfrische. Hermann Mutzenbecher stammte aus einer traditionsreichen Kaufmannsfamilie und war Gründer zweier Versicherungsgesellschaften. Eine davon die Hamburg-Mannheimer. Nach jahrelanger Sanierung kehrt nun überall wieder Leben ein. Im Erdgeschoss spielen und basteln die Kinder eines Waldkindergartens, wenn sie nicht gerade im Wald unterwegs sind. Der Rest des Hauses soll bald als Bildungs- und Begegnungsstätte genutzt werden. Eine Art Kreativwerkstatt für alle Generationen. Ah, hallo Gerold, schon am Wirken? Ja, das weißt du ja, das war hier, hier ein Kohlenbunker und das Parkett mussten wir neu machen. Ja, völlig neu. Den ganzen Bodenaufbau haben wir neu gemacht. Das merkte man auch mit der Kohle da. Die war nämlich richtig so Kohlestaub da drin. Ja, ja. Das ist natürlich hier alles reingegangen. Ja, ja, klar. War ein Bordsdreck. Also, das war eigentlich der schlimmste Raum hier. Der schlimmste Raum und es ist der schönste Raum. Ja, das ist der beste, finde ich auch. Da mit diesen Scheiben da rundherum, wenn die jetzt dann auch noch gestrichen sind. Oder der Glaser muss auch noch mal gucken. Ja, genau. Nun erstrahlt die Villa wieder fast in altem Glanz. Andreas Reichel hat dafür gesorgt, dass viele Auszubildende und Berufsschüler bei der denkmalgerechten Sanierung der Villa mithelfen konnten. Natürlich zusammen mit Fachleuten und Restauratoren. Denn das ist die Grundidee hinter seinem Verein. Projekte anzustoßen, die Werte erfahrbar und erlebbar machen. Die einst nur wenigen vorbehaltene Villa Mutzenbecher hat er auf diese Weise zu einem Ort für alle gemacht. Künftig wird es hier Veranstaltungen zu Stadtteilkultur, Klimaschutz und Demokratie geben. Ja, so machen wir es. Gut, und sonst telefonieren wir. Ne? Das machen wir. Ja. Also ich komme aber heute gleich nochmal wieder. Ne? Also ja, gut. Das wird so ein Horst des Miteinanderlernens. Und das ist mir wichtig und das würde ich auch gerne, solange ich noch kann, weiter multiplizieren und weiterentwickeln, auch an anderen Orten. Vom Westen des Niendorfer Geheges geht die Radtour von Herbert dann weiter Richtung Süden. Dabei fährt er eine seiner Lieblingsstrecken, entlang der Kollau. Ich bin ja in Hamburg geboren und ich war schon eigentlich als kleiner Butsche war ich immer interessiert an Schleichwegen für die Parkwege, für die kleinen Kanalwege. Dort also versteckte Wege zu suchen, die möglichst keinen Autoverkehr haben.
Und so fädelt sich Herbert von einer Grünanlage in die nächste, bis fast zum Volkspark. Nur der legendäre S-Bahn-Tunnel in Stellingen ist unvermeidbar, durch den bei HSV-Spielen tausende Fußballfans Richtung Volksparkstadion strömen. Im Volkspark wartet dann sogar auf Herbert noch eine unerwartete Begegnung. Blütezeit in Europas ältestem noch bestehenden Dahliengarten. Seit mehr als 100 Jahren wird hier den Königinnen des Spätsommers gehuldigt. Ich war noch nie hier, ich bin immer nur vorbeigefahren und das war dann auch zur falschen Jahreszeit. Also ich bin ganz froh, dass wir heute hier mal vorbeigucken. Ich muss das unbedingt meiner Frau zeigen, die liebt Blumen. Jedes Jahr können Volksparkbesucher im Spätsommer und Herbst dieses Paradies mit mehr als 600 verschiedenen Dahlienarten kostenlos bestaunen. Und die Arbeit, die dahinter steckt, auch. 11.000 Blumen wachsen hier. Ich lese manchmal in der Zeitung, wenn hier die, glaube ich, vier Gärtner und Gärtnerinnen tausende von Dahlien ausgraben, einlagern, über den Winter pflegen und im nächsten Frühjahr wieder auspflanzen. Das muss ein unglaublicher Aufwand sein, aber auch ein großes Engagement. Ursprünglich stammen die Dahlien übrigens aus Mittelamerika. Der berühmte Forscher Alexander von Humboldt hat einst für ihre Verbreitung in Europas Gärten gesorgt und damit indirekt auch für dieses Kleinod im Hamburger Volkspark. Von hier aus fahren Herbert, Achim und Hauke weiter Richtung Süden. Die Route führt dabei durch verschiedene Grünanlagen und Parks in den westlichen Elbvororten wie Kleinflottbek. Heute hat Herbert ein ganz besonderes Utensil in seinen Packtaschen. Am Jenischpark wird es gleich zum Einsatz kommen. Das Herz dieses Parks ist der ehemalige Landsitz des Hamburger Senators Martin Johann Jenisch, der vor fast 200 Jahren das Haus bauen und den ihn umgebenden englischen Landschaftspark anlegen ließ. Heute befinden sich ein Museum und ein Café in dem prächtigen Gebäude. Nun zu Herberts Packtasche. Auf diesem Instrument hat er als Elfjähriger spielen gelernt. Das war vor 58 Jahren. Seitdem hat sie ihn immer begleitet. Ja, geht. Okay, können wir machen. Eine kleine musikalische Blume für Nicola. Zum Geburtstag. Petit Fleur. Petit Fleur. Herbert und seine Freundin nutzen diese romantische Kulisse für eine Geburtstagsüberraschung zum 60. seiner Frau. Diese Klarinette hat er auch während seiner Zeit bei den Symphonikern Hamburg immer bei Open-Air-Konzerten verwendet. Gleich unterhalb des Jenischparks liegt der Fähranleger Teufelsbrück. Hier beginnt gleich der gemütlichste Teil ihrer Reise. Ich glaube, wir müssen noch unterschieben. Ja. Am Anleger macht sich ein bekannter Hamburger Koch gerade mit frischen Zutaten vom Markt an die Arbeit. Tarik Rose gehört der Engel. Ein schwimmendes Restaurant, das er vor Jahren von Christian Rach übernommen hat. Wunderschönen guten Tag, ne? Wunderschönen guten Tag. Was hast du denn jetzt vor? Ich will einen Ofen. Nein, ich backe gerade den Kuchen für heute. Das kannst du vergessen. Okay, finden wir was anderes. Von draußen denkt man immer so, was ist das denn für ein Seelenfänger irgendwie so? Und wenn man dann drin sitzt, dann ist die Magie des Ortes halt einfach dann immer so das, was dich sofort einfängt. Ich bin seit 17,5 Jahren hier und es ist nie langweilig. Es ist jeden Tag irgendwie wieder, du lebst jede Atmosphäre wieder neu und die Leute sagen, langsam musst du den Blick dafür ja verloren haben. Aber nee, also ich kenne das immer noch.
wenn da hinten die Sonne untergeht und so im Herbst, wenn sie direkt über der Elbe untergeht und ich in der Küche stehe oder koche oder mach Pass oder mach sonst was, dann renne ich trotzdem noch mit dem Handy raus und mache irgendwie mal ein Foto vom Sonnenuntergang, weil das ein anderer Sonnenuntergang als gestern. Tarek Rose ist gebürtiger Kieler und stand schon als kleiner Junge mit seinem libyschen Großvater am Herd. Doch bevor er zu seinem Engel kam, hatte er fast schon entschieden, den Beruf des Kochs aufzugeben. Hier hat er ihn wieder neu lieben gelernt. In seiner Küche verbindet er seine orientalischen Wurzeln mit eher norddeutschen Einflüssen. Seit 2011 kocht er auch im NDR-Fernsehen, in eigenen Kochsendungen wie Iss besser und Tareks wilde Küche. Da hat er dann auch endlich mal ausreichend Platz bei der Arbeit. Eine kleine Gewürzmayo. Das ist immer eine große Herausforderung, was die Organisation angeht. So jetzt auch gerade, wenn wir große Veranstaltungen haben. Wie richtest du jetzt in der Küche für 60 Gäste, 70 Gäste ein Menü an und machst das nacheinander? Aber ich glaube, das ganze Team hat schon eine mega Erfahrung. Und ich bin auch froh, dass wir so ein Team haben, das wirklich die ganzen Sachen so eingespielt umsetzt, dass wir wirklich auch uns mittlerweile an die Größe gewöhnt haben. Oder? Die Küche ist super. Riesengroß, 7 Quadratmeter Grundfläche. Oh. Ja, es sind fast 16. Es sind fast 16. Also, ne? Reine Lauffläche vielleicht 7 Quadratmeter. Dafür gibt es drumherum umso mehr Platz. Auf jeden Fall. Das ist ganz nett. Heute zeigt sich die Elbe aber auch von ihrer schönsten Seite. So, gucken wir mal. Ja. Ab jetzt werden die Räder nur noch geschoben. Die letzten Kilometer bis zum Ausgangspunkt der Tour übernimmt die Hafenfähre. Die Fahrt mit dem Rad am nördlichen Elbufer zurück zu den Landungsbrücken ist zwar auch eine sehr abwechslungsreiche Strecke, aber auf dem Wasser die Einfahrt in den Hafen zu genießen, ist für Herbert einfach unschlagbar. Wunderbar, also ich bin immer wieder begeistert. Da keimt der Heimatpatriotismus, der Patriotismus, der keimt da auf. Und ich denke, mit dieser Abschlussfahrt hier, wer bisher nicht von Hamburg begeistert war, hier müsste er spätestens das Loblied von Hamburg singen. Also kommt nach Hamburg, es ist schön. Nach 144 Kilometern mit dem Rad und 10 Kilometern per Schiff kommen dann die Landungsbrücken wieder in Sicht. Herbert hat die Stadt auf dieser Tour nie verlassen und trotzdem eine unvergessliche Reise gemacht.